mittlerweile fast guten Abend, meine Damen und Herren. Ist das Mikrofon an? Können Sie mich gut hören? Wunderbar. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, die ich, glaube ich, von Herrn Professor Habermann bekommen habe. Das dritte Mal, dass ich an dieser Veranstaltung teilnehme, aber das erste Mal als Mitpartnerorganisation mit den Students for Liberty. Und ich möchte ein paar, Thema des Tages ist freiheitliche Perspektiven für die Jugend. Und ich möchte da doch vor allem, weil ich auch der vorletzte Redner bin, ein paar positive Gedanken loswerden, dass die Zukunft eigentlich sehr gut aussieht, auch wenn man sich die Gegenwart mit Daten anguckt und ökonomischen Daten und demoskopischen Daten, dass vieles zwar sehr betrübend aussieht, aber eigentlich sollten wir guten Grund dafür haben, positiv gestimmt zu sein, auch uns strategisch neu vielleicht zu positionieren oder in einer Art und Weise zu positionieren, dass wir die positiven Aussichten, die ich jetzt erwähnen werde, auch diese Chancen umwandeln können in Fakten. Und zwar möchte ich anfangen mit einem kleinen demoskopischen Ausflug. Es gibt alle paar Jahre in den USA eine Meinungsumfrage von der Reason Foundation. Die Reason Foundation ist eine gemeinnützige liberale Organisation, die hauptsächlich mit dem Reason Magazine und Reason TV liberale Medien betreibt. Es gibt aber auch dahinter eine Stiftung, die Forschung betreibt. Und Reason kriegt eine große Spende von der Roop Foundation. Und mit dieser Spende wird die Reason-Roop-Poll, also die Reason-Roop-Umfrage, an 2000 jungen Menschen in den USA durchgeführt. Diese jungen Menschen sind genauer gesagt zwischen 18 und 29. Und das ist, was mal die Generation Y war. Mittlerweile nennt man das die Millennials. Also meine Generation, ich bin 27, also ich gehöre noch dazu, ich bin ein Millennial. Das sind Leute, die quasi an dem Smartphone gesäugt wurden und nicht anderweitig. Diese Umfrage zeigt nämlich ein paar sehr interessante Sachen. Und ich denke, dass die USA, junge Leute in den USA, sehr vergleichbar mit jungen Menschen in Europa ist. Wir konsumieren sehr ähnliche Medien, wenn nicht sogar die gleichen Medien, tragen die gleichen Marken, benutzen die gleichen Smartphones, also so die westliche Hemisphäre, obwohl es ja eigentlich keine Hemisphäre ist, also die westliche Hemisphäre ist kulturell doch sehr ähnlich und vergleichbar. Wenn man sich also die Umfrageergebnisse dieser sehr repräsentativen Umfrage anschaut, kann man sehen, dass 2/3 aller jungen Leute, also aller Befragten, sagen, dass Regierung ineffizient ist und Geld verschwendet. Dass auch Geld, was quasi durch Regierung ausgegeben wird, also Steuern eingenommen wird, durch Regierung ausgegeben wird, dass das eigentlich Geldverschwendung ist. Das sagen 66% der Befragten. Sehr interessant zu sehen ist, dass im Verlauf der letzten 4 Jahre, also unter Obama, dieser Anteil um 24 Prozentpunkte angestiegen ist. Das ist ein 50-prozentiges Wachstum der jungen Leute, die denken, dass der Staat ineffizient ist und Geld verschwendet. Das ist ja schon mal gut. Man sieht außerdem, dass lediglich 18% der Befragten sagen, dass Bürokraten oder Staatsdiener im Interesse der Bürger oder der Öffentlichkeit oder der Allgemeinheit handeln. Es gibt eine große Staatsskepsis. Dann würde man sich allerdings fragen, wieso gewinnen da nicht die Republikaner und vor allem wieder Tea Party-Flügel der Republikaner alle Wahlen? Vor allem, weil die jungen Leute dann vielleicht doch irgendwie Trendsetter sind und mittlerweile auch sich an Wahlen mehr beteiligen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Gerade wenn wir uns den ökonomischen Teil angucken, gibt es natürlich immer mehr die Sharing Economy. Das Internet ist etwas sehr Unternehmerisches. Also junge Leute werden eigentlich sehr stark mit Pioniergeist, Unternehmergeist, werden dem sehr viel ausgesetzt. Wir alle benutzen Smartphones, wir lieben Technik. Das ist der Mensch, der das erfunden hat, ist leider mittlerweile nicht mehr am Leben. Steve Jobs, aber seine Firma ist immer noch, glaube ich, das wertvollste Unternehmen der Welt. Hat einen größeren Umsatz oder eine größere Marktkapitalisierung als die meisten Volkswirtschaften auf der Welt. Ich glaube, mit 600 Milliarden Dollar ist man schon ziemlich weit vorne dabei. Also da ist man, glaube ich, schon so im Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zusammen. Das hat Apple geschafft, das hat Innovationen geschafft, Marktwirtschaft und junge Leute finden das toll.
In Berlin, so wie mittlerweile, glaube ich, in ganz Deutschland und vielen Teilen Europas, ist der innovative Fahrdienst Uber nicht mehr erlaubt, weil das doch dann zu viel Innovation für das Taxigewerbe war. Da musste man sich doch die gelben Autos beschützen vor Gerichten, weil zu viel Disruption auch kam. Also wir jungen Leute finden eigentlich alles, was man über das Smartphone machen kann, gut. Gerade die Sharing Economy, wo es darum geht, ungenutzte Ressourcen zu nutzen, also zum Beispiel ein Auto, was eigentlich nur vielleicht 2 Stunden gefahren wird, aber 22 Stunden lang am Tag an der Straße steht, das soll doch weiter benutzt werden, weil das totes Kapital ist. Gerade in Zeiten, wo wir kein Wachstum haben oder fast kein Wachstum haben, muss man sich natürlich gerade als Unternehmer überlegen, okay, wie kann man irgendwie ungenutzte Potenziale heben und dadurch Effizienzen schaffen. Das finden wir junge Leute alles ganz toll. Auch es gibt eine Demokratisierung beim Reisen, wenn es Airbnb, das ist ein Konzept, dass man eben sagt, ich habe da noch eine Wohnung oder ein Zimmer frei, stelle ich im Internet rein und dann können sich das Leute für 30 bis 100 Euro am Tag mieten. Da kann man auch mal als Student plötzlich New York besichtigen und nicht die $350 in der Off-Season zahlen für das schäbige Hotel am Times Square. Also es gibt Unternehmertum, hilft uns jungen Leuten sehr viel, dass wir uns mehr leisten können, mehr von der Welt sehen können. Dementsprechend sind diese positiven Umfragewerte bezüglich Privatinitiative eigentlich nicht überraschend. So, jetzt hatte ich aber gerade schon gefragt, warum sind diese Leute nicht alle brennende Wähler, zum Beispiel von den Republikanern? Auf der Seite der individuellen Freiheiten schneiden junge Leute wie folgt ab. Fast 70% aller Befragten sprechen sich dafür aus, dass der Staat sich aus dem Thema Ehe raushalten soll. Der Staat also auch nicht definiert, ob jetzt Ehe Mann und Frau ist, ob Ehe Mann und Mann ist, sondern sich komplett raushält. Also die Leute sind sehr progressiv. Familienpolitik ist etwas, was am besten gar nicht passieren sollte. Weil junge Leute doch dann Angst haben vor Politikern, die plötzlich in Wahlkämpfen definieren wollen, wer wen wie adoptieren darf und wer wen wie, wodurch, womit, woraus heiraten darf. Es gibt da sehr progressive Einstellungen. Genauso ist es bei der Legalisierung von weichen Drogen, sprechen sich 60% der Befragten dafür aus. Es ist ähnlich mit dem Thema Abtreibung, wo fast 2/3 aller jungen Menschen sich dafür aussprechen, also pro-choice eingestellt sind. Und diese Themen sind für junge Leute besonders wichtig. Das heißt, selbst wenn man ökonomisch sehr liberal eingestellt ist, ist das vielleicht nicht die größte Priorität für jemanden. Und ein Politiker, der sich zwar ökonomisch positiv äußert, gesellschaftlich aber sehr konservativ äußert, ist unwählbarer als ein Politiker, der sich in gesellschaftspolitischen Sachen sehr liberal äußert, aber in ökonomischen Sachen eher sehr staatsverliebt. Und ich denke, das ist eine Erkenntnis, die man vor allem sich für die Kommunikationsstrategie für marktwirtschaftliche Ideen zu Herzen nehmen sollte. Was wir bei den Students for Liberty, und jetzt komme ich auch noch schnell, ich habe glaube ich noch 2-3 Minuten, oder? Jetzt komme ich schnell noch zu unserer Organisation. Das haben wir uns seit Gründung, vor allem in Europa, wo wir uns vor 3 Jahren gegründet haben, die European Students for Liberty, zu Herzen genommen, dass wir, wenn wir mit jungen Menschen kommunizieren, wir sind selber junge Menschen, das ist von jung zu jung, dass wir nicht nur auf die ökonomischen Freiheiten großen Wert legen, sondern dass uns gerade die individuellen Freiheiten extrem wichtig sind und dass selbst wenn wir vielleicht persönlich eher konservativ eingestellt sind, dass das etwas ist, was mit dem Politischen nichts zu tun hat und dass vielleicht Wertdebatten im Privaten geführt werden sollten, aber nicht im politischen Prozess. Das, denke ich, ist auch eine sehr liberale Einstellung. Ich möchte kurz sagen, was Students for Liberty macht. Wir haben eigentlich 3 bis 4 Hauptpfeiler von dem, was wir machen. Wir organisieren Konferenzen, dieses Jahr in Europa allein 20 Konferenzen mit, ich glaube, 3000 studentischen Teilnehmern in insgesamt 17 verschiedenen Ländern. Wir helfen momentan 1500 Leuten in diesem Jahr mit Fertigkeitstrainings und diese 1500 Leute, die wir weltweit in unserem Leadership-Programm haben, betätigen sich pro Woche mindestens 20 Stunden als Freiwilliger. Also wenn man das in Vollzeitäquivalente umrechnet, haben wir ungefähr 750 Vollzeit-Mitarbeiter, da wir, wenn man sagt, eine Vollzeitstelle sind 40 Stunden pro Woche. Also wir haben eigentlich mittlerweile eine gewisse Schlagkraft durch unsere Freiwilligen in unserem Programm entwickelt. Und diese Freiwilligen werden von ca. 25 Vollzeitmitarbeitern begleitet. Und dadurch haben wir es geschafft, 1450 Studentengruppen weltweit aufzubauen. Also wir sind
knapp an 1500 Universitäten auf allen bewohnten Kontinenten. Wir sind dann nicht an der Antarktis, weil sich die Pinguine noch nicht so für den klassischen Liberalismus begeistern konnten bis jetzt. Wir versuchen auch gerade ein Marketingkonzept für die Pinguine aufzubauen. Und unser Motto ist, nicht frustriert zu sein, dass es vielleicht nicht so viele Universitätsprofessoren momentan gibt, die klassischen Liberalismus predigen, sondern wir sagen uns, hey, überhaupt kein Problem, wenn es in den Hörsälen nicht stattfindet, fangen wir erst in den WG-Küchen damit an, bringen das dann in die Mensa und von dort werden unsere Leute Doktoranden, machen ihren Postdoc und werden dann selber Professoren. Das ist Hayeks sozialer Wandel. Wir bauen sehr stark unsere komplette Strategie auf Hayeks Theorie des sozialen Wandels auf. Das heißt, wir wollen, dass unsere jetzigen Studenten später in die Wissenschaft gehen, Unternehmer werden, Politiker werden, in die Medien gehen. Wir wollen die Commanding Heights, also die wichtigen neuralgischen Stellen der Gesellschaft von Liberalen besetzt haben. Und wir arbeiten als Netzwerk mit über 140.000 Studenten mittlerweile in unserem Netzwerk daran, dass wir deutlich besser im Thema Infiltration sind, als es damals die 68er waren. Wir waren quasi die wichtigen neuralgischen Stellen der Welt besetzen, um dann eine liberale Gesellschaft zu realisieren. Ich möchte kurz mich bedanken, vor allem beim Liberalen Institut Zürich, was Pierre Bessard war der Erste, der uns in Europa unterstützt hat und damit auch unsere erste Konferenz im November 2011 mit möglich gemacht hat, wo wir 70, 80 junge Menschen aus ganz Europa versammeln wollten. Am Schluss kamen 220 Leute, die alle ihre Anfahrt und ihre Übernachtung selber gezahlt haben, um zusammenzukommen und zu überlegen, wie wir zivilgesellschaftlich den Liberalismus in Europa stärker machen können, wie wir die Ideen herausbringen, sodass Leute nicht nur hier in diesem Raum über Bitcoin diskutieren oder über Steuersenkung oder die Verschlankung oder am besten Abschaffung des Sozialstaates, nein, dass es Mainstream wird. Daran arbeiten wir. Ein Forum für Leute zu bilden, auch dass man in einem angenehmen Rahmen über Dinge diskutieren kann und gleichzeitig den Leuten auch zu helfen, ihre Argumente zu schärfen. Von einer Konferenz mit 220 Leuten in Löwen sind wir mittlerweile angewachsen zu benannten Ausmaßen. Wir werden unsere große europaweite Konferenz im April hier an der Humboldt-Universität wieder haben und erwarten ca. 800 Teilnehmer. Vom 10. bis 12. April nächsten Jahres. Wir sind sehr froh, möglichst viele von Ihnen dort zu sehen. Großen Dank auch an die Hayek-Gesellschaft und Hayek-Stiftung, die uns auch als extrem enger Partner in Deutschland hilft, unsere Ziele und unser Wachstum mit zu realisieren. Das ist zum einen als intellektuelles Sparring natürlich mit Professor Habermann und seinen Kollegen, aber auch in materieller Art und Weise passiert dies. Wir sind darüber sehr erfreut. Auch die Naumann-Stiftung unterstützt uns sehr stark, vor allem mit der Zurverfügungstellung der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach, wo wir viele unserer Trainings durchführen können. Ich finde es einfach wichtig, den Leuten nochmal zu danken, die uns stark helfen. Als allerletztes nur, wir haben gerade aus dem Druck kommt heute unser erstes deutschsprachiges Magazin heraus. Das haben zwei 20-Jährige und ein 19-Jähriger haben daran die letzten Wochen gearbeitet. Das Magazin heißt Peace, Love and Liberty, also Frieden, Liebe und Freiheit, extrem positiv formuliert. Wir sind nicht wütend, wir sind keine Wutbürger. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere und sagen Kommunisten, nein, wir sagen nur, wie toll wir sind, weil Freiheit etwas Wunderschönes ist und wir feiern die Freiheit. Wir wollen, dass sich Leute uns anschließen, die positiv gestimmt sind, die Zukunft in die eigene Hand nehmen wollen und die etwas erreichen und wandeln wollen. Wir wollen nicht die Wütenden sein, die irgendwie wütend auf die Straße gehen und mit Steinen werfen. Nein, wir wollen die lächelnden Gesichter haben, denn wir wollen die Herzen und Geister unserer Altersgenossen gewinnen. Ich danke Ihnen vielmals.